Eine wundervolle Gabe mit Gestaltungsmöglichkeiten. Die sieben Ebenen der Spiritualität. Unsere Spiritualität ist ein echtes Geschenk. Sie schlummert in jeder und jedem von uns, ist allerdings nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Im Prinzip jedoch hängt es davon ab, wie sehr du als Kind bereits mit dem Gebet, der Meditation, der Vorstellung eines Himmels und seiner Bewohner oder ganz allgemein dem Guten über uns vertraut gemacht wurdest. Wer als Kind zumindest das Urvertrauen in höhere Mächte vermittelt bekommen hat, kann auf diesem Fundament das ganze spätere Leben hindurch stetig aufbauen. Spiritualität ist keine punktuell erworbene Fähigkeit, die ab einem gewissen Grad an Erkenntnis oder Erleuchtung abgeschlossen ist. Sie gleicht vielmehr einem Talent oder einer Gabe, die gestärkt, geschult, trainiert und ausgereizt werden kann. Je nachdem, wie stark du dich deiner Spiritualität widmest, gibt es sieben verschiedene Ebenen, die du erreichen und durchlaufen kannst. Wir stellen dir diese in unserem heutigen Podcast kurz vor. Nummer 1. Die Lehrjahre. Sie sind bekanntlich keine Herrenjahre. Es ist die Zeit, wo wir zu erkennen beginnen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir mit bloßem Auge sehen können. Wir hinterfragen Zufälle und andere Dinge, die wir bislang immer nur mit dem Hauch einer Ahnung in einem spirituellen Kontext gesehen haben. Wir entdecken auch besonderes Energiepotenzial in uns. Die Saat ist nun praktisch ausgebracht. Für das erfolgreiche Wachstum benötigen wir nun Lehrer und eine Anleitung, um unsere Spiritualität zu wecken. Nummer 2. Die Meisterjahre. In diesem Stadium hast du bereits erfolgreich verstanden, welche Handlungen und Gedanken du vermeiden solltest. Du hast eine stabile Verbindung zu deinem höheren Selbst entwickeln können und stehst in regelmäßigem Kontakt mit Gott, dem Universum oder deinem Schutzwesen. Das Gebet und die Meditation sind dir in Fleisch und Blut übergegangen. Häufig bemerkst du es gar nicht mehr, wenn du mit deinem Über-Ich kommunizierst. Das Operieren auf verschiedenen Frequenzen gleichzeitig gelingt dir mühelos. Dein Leben im Hier und Jetzt hat dadurch massiv an Qualität und Freude gewonnen. Du wirkst entspannt, fröhlich und übst eine magische Anziehungskraft auf andere Menschen aus. Sie alle möchten das Geheimnis deines Strahlens von innen heraus kennen. Doch du weißt instinktiv, dass kaum jemand wirklich bereit für die Antwort wäre. Nummer 3. Die Ebene des Suchens. Sie kommt häufig zwischen den Lehr- und Meisterjahren, kann aber auch immer wieder als Zwischenebene in Erscheinung treten oder ganz entfallen. Die Suchenden unter uns haben erkannt, dass es eben mehr gibt als nur dieses eine irdische Leben. Sie probieren vielleicht verschiedene Glaubenssätze und Glaubensrichtungen aus, lesen viele Bücher und recherchieren in jeder freien Minute zu diesem Thema. Der Gedanke an ein Mehr lässt die Suchenden nicht mehr los. Sie besuchen Seminare und Fortbildungen, die sie Schritt für Schritt näher zu dem bringen, was in ihrem tiefsten Inneren gefunden werden möchte. Erste Wegbegleiter treffen aufeinander. Nicht wenige von ihnen werden zu Lehrern. Nummer 4. Die weltliche Ebene. Sie ist quasi der Ausgangspunkt für jede und jeden von uns. Wir kommen zur Welt und wären im Prinzip offen für die gesamte Fülle an Spiritualität, die das Universum und all seine Protagonisten uns zu bieten hätten. Die meisten Menschen bleiben auf dieser unteren Etage ihr Leben lang, wenn nicht jemand oder etwas den Funken in ihnen zu entzünden vermag. Dieser Ausgangspunkt wird auch als mundane Ebene bezeichnet, da sie der ganzen Welt zu Füßen legt, was an Spiritualität für sie zum Greifen nahe wäre. Nummer 5. Die Ebene der Wissenden. Sie wird in der Fachsprache auch als Adept-Ebene bezeichnet, da sie nur für all jene zugänglich ist, die das Wissen um Spiritualität verinnerlicht haben. Im Tarot symbolisiert sie der Magier. Und tatsächlich ist es so, dass deine Energien sich nun zu bündeln beginnen und du offen und empfänglich für das Überirdische bist. Du entwickelst eine starke Empathie für dein Umfeld und kannst auch feinste Schwingungen wahrnehmen. Dein Interesse für die Natur und ihre Elemente wächst. Du verbringst viel Zeit im Freien und versuchst dort, in Verbindung mit den höheren Mächten zu treten.
Du hast inzwischen auch erfolgreich erkannt, wann es sich lohnt, deine neue spirituelle Erkenntnis mit anderen Menschen zu teilen, die vielleicht noch auf der Suche oder überhaupt noch im Stadium der Lehrjahre sind. Deine Intuition ist stark und verlässlich. Sie wird ab sofort zu deinem wichtigsten Verbündeten im Alltag. Nummer 6. Die Ebene der Geweihten. Sie kann in etwa von ihrer Bedeutung her mit dem Tauf- und Konfirmationsritus der Christen verglichen werden und wird in Fachkreisen auch als Neophytenebene bezeichnet. Man darf sich als in den Kreis der Erleuchteten aufgenommen fühlen und zählt nun zu den wenigen Wissenden auf dieser Erde. Sie haben wir erreicht, wenn wir zum ersten Mal in unserem Dasein tief in unserem Inneren das Gefühl verspüren, dass wir Teil eines wunderbaren Ganzen sind, dessen Lichtgestalten ihre schützende Hand über uns halten. Der Moment wird häufig als magisch umschrieben, kann aber auch tiefes Glück und große Furcht für all jene bedeuten, die sich dem Göttlichen erstmals von Angesicht zu Angesicht gegenübersehen. Es gibt ab diesem Zeitpunkt kein Leugnen mehr, keine Ungewissheit und auch kein Zurück. Wer das Göttliche, Überirdische einmal erkannt hat, darf sich als wahrhaft Gläubige oder Gläubiger betrachten. Nummer 7. Die Ebene des Phönix. Sie ist die höchste Ebene, die wir Menschen auf der Suche nach unserer Spiritualität erreichen können. Um ein Phönix zu werden, müssen wir wie der berühmte mythologische Vogel durch das Feuer gereinigt werden, um aus der Asche zu neuem Leben auferstehen zu können. Wenn du diese Ebene erreicht hast, wurde eine oder ein neuer spiritueller Lehrmeister geboren. Du bist eins mit dem Göttlichen. Wo deine menschliche Existenz endet und dein übermenschliches Ich beginnt, kann nicht mehr unterschieden werden und ist auch nicht länger von Bedeutung. Du verfügst nun über die Macht, Menschen zu inspirieren, ihnen zu helfen und kleine Wunder des Alltags zu vollbringen. Mit dieser Fähigkeit geht große Verantwortung einher. Allerdings bist du mit dem Göttlichen nun auf einer Stufe, weshalb Zweifel, Ängste und Mutlosigkeit keinen Raum mehr in deinem Denken einnehmen. Unser heutiges Fazit: Strebe nach Höherem. Wir alle können zu Krieger des Lichts werden. Diese erleuchteten Wesen stehen dem Göttlichen näher als dem Irdischen. Dennoch sind sie auf dieser Erde mitten unter uns. Sie leisten viel Gutes und nutzen ihre Kräfte, um diese Welt zu einem besseren und schöneren Ort zu machen. Die Wege bis dorthin sind zahlreich und vielfältig. Es gibt keine einzig wahre Anleitung dafür. Wer den Funken der Spiritualität in sich erkennt, muss ihm aber folgen. Sie ist nach dem Leben das größte Geschenk, das uns die Götter und das Universum mitgegeben haben. Wer nur den Hauch der Gewissheit erfahren darf, dass schützende Mächte über uns wachen und wir uns mit jedem Anliegen an sie wenden können, hat einen Startvorteil im Leben, der nicht mehr einzuholen ist. Gehen müssen wir den Weg dann zwar selbst, aber niemals allein. Buddha lehrte uns: Der Weg zur Erleuchtung liegt nicht im Himmel, der Weg liegt in deinem Herzen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben